Hallo liebe Yogis, herzlich willkommen in unserem Online-Yoga-Studio. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir eine Sequenz mit Peak Pose in Tanzerposition. Wir starten im Schneidersitz oder in einem bequemen Sitz. Wir schließen die Augen und zusammen einmal tief durch die Nase einatmen. Und tief durch den Mund alles ausatmen. Danach lassen wir den Atem durch die Nase fließen, ein und aus, immer durch die Nase. Und wir bringen unsere Aufmerksamkeit zu sich selbst, nach innen, zu dem Atem, zu unserer Energie, zu unserem Körper. Ein paar bewusste Atemzüge für sich selbst. Wir können Augen öffnen, müssen ja nicht. Einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, Arme über den Seiten nach unten und wir kreisen mit Händen. Wir verbinden Hände hinter dem Rücken. Und wir bringen die Hände so zur rechten Hüfte. Das war für Video. Rechte Schulter ist unten und rechtes Ohr ziehen wir zur rechten Schulter. Langsam das Kinn zum Brustbein, die Hände so zur linken Hüfte, linke Schulter nach unten, rechte Schulter nach unten und wir bringen linkes Ohr Richtung linke Schulter. Dehnung in der rechten Seite im Nacken, Atem fließt. Langsam das Kinn zum Brustbein. Hände zum Po, Hände entspannen, Kopf aufrichten. Twist nach rechts, rechte Hand hinten und linke Hand auf rechtes Knie. Rechte Schulter weiter nach hinten öffnen, Wirbelsäule ist zu lang. Blick nach rechts oder nach hinten über die rechte Schulter. Linke Hand bleibt, rechte Hand auf linkes Knie. Rücken ganz rund, das Kinn zum Brustbein. Und wir verbinden hier Bewegung mit dem Atem. Einatmen, die Wirbelsäule rollen, Schulterblätter zueinander, Brustbereich heben, Blick nach oben. Ausatmen, Wirbel für Wirbel, Rücken ganz rund. Einatmen, nochmal öffnen. Ausatmen, Rücken ganz rund. Ein letztes Mal, einatmen, Brustbereich öffnen, heben. Ausatmen, Rücken rund. Beim nächsten Einatmen, Wirbelsäule gerade. Ausatmen, Twist nach links. Linke Hand hinten uns. Linke Schulter weiter nach hinten öffnen. Wirbelsäule ist lang. Rechte Hand bleibt, linke Hand auf rechtes Knie. Und wir machen das gleiche, Rücken ganz rund, das Kinn zum Brustbein. Und beim nächsten Einatmen die Wirbelsäule rollen, Brustbereich öffnen, Schulterblätter zueinander ziehen, Blick nach oben. Ausatmen, Rücken rund. Noch zweimal so. Beim nächsten Einatmen kommen wir in neutralen Sitz, Hände entspannen und wir kommen in Katzenposition. Auf alle vier, Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften, Wirbelsäule in neutrale Position. Und wir bewegen hier erstmal mit Hüften von Seite zu Seite. Und dann können wir langsam mit Hüften kreisen. Und wir können noch einen größeren Kreis machen, also mit ganzem Oberkörper. Und dann können wir die Richtung wechseln. Und wir treffen uns wieder in neutrale Katzenposition.
Wir gehen mit Händen mehr nach vorne auf der Matte, so weit wie es geht, dass die Hüften über den Knien bleiben. Wölbeposition. Wir versuchen, Brustbereich, Achse zur Matte zu bringen. Vielleicht das Kinn, vielleicht die Stirn. Die dann auf der Matte, Füße aufstellen, Hände leicht nach hinten schieben. Und wir kommen in nach unten, schauen darunter, langsam Knie heben. Unser erster Hund, Fersen Richtung Matte, die müssen nicht ganz auf der Matte sein. Knie gerne locker, so dass Bauch mehr zu Oberschenkel kommt. Wirbelsäule ist lang, Po ganz hoch, Kopf entspannt. Und wir beugen ein Knie und ein Knie strecken und fließen wechseln. Wir bleiben hier ohne Bewegung und wir starten mit unserer Sequenz. Einatmen, rechten Fuß ganz nach oben, dreibeiniger Hund. Rechte Zehenspitze zeigt nach unten, rechte Hüfte nicht öffnen. Einatmen hier, ausatmen, langsam das Gewicht nach vorne schieben, rechten Fuß zur rechten Hand von außen. Das wird jetzt ein bisschen kreativ. Wir schieben den linken Fuß ganz nach rechts, also die Oberschenkel ganz übereinander. Und wir setzen uns erstmal die linke Hüfte zur Matte und dann drehen wir uns nach rechts auf der Matte in halbes Kuh-Gesicht-Position, sodass wir das rechte Knie auf das linke Knie legen. Und die rechte Ferse kommt zur linken Hüfte. Hände auseinander strecken. Einatmen hier, Wirbelsäule lang. Ausatmen den Bauch zu Oberschenkel. Und danach den Rest entspannen. Und die Hände immer weiter auseinander. Atmen. Einatmen, langsam Oberkörper heben, linke Hand vorne in die Matte drücken, rechten Fuß aufstellen, in den Boden drücken, rechten Arm nach oben, den linken Fuß geht nach hinten auf unsere Matte. Wir sind in einer Variante in blanke Position auf der Seite. Und jetzt kommen wir in Flip-Dog, die rechte Zehenspitze hinten uns. Vielleicht müssen wir den Boden nicht berühren. Vielleicht können wir den rechten Fuß auf dem Boden haben. Hüften nach oben, Brustbereich öffnen. Rechten Fuß auf dem Boden. Und wir setzen uns. Wir schauen nach hinten auf unsere Matte. Rechte Hand unter der rechten Schulter. Beide Hände zeigen zum Po. Schulter nach hinten rollen. Schulterblätter zueinander. Tischposition. Einatmen, Po-Hüften nach oben. Und linkes Bein nach oben zur Decke strecken. Einatmen hier, ausatmen, langsam Po zurück auf der Matte. Linkes Bein auf der Matte, Arme nach vorne strecken, einatmen. Und beim Ausatmen, Wirbel für Wirbel, legen wir uns auf den Boden. Und wir bringen rechtes Knie zur Brust und wir ziehen das rechte Knie zur Brust. Schulterblätter auf der Matte, Nacken ist lang, linker Fuß ist im Flex aktiv. Die Vorstellung, dass wir hier so in der Position stehen, Vorbereitung für den Tanzer. Einatmen hier, ausatmen, rechten Arm nach rechts strecken aus der Matte. Und wir machen Twist nach links, rechtes Knie nach links, Twist.
Einatmen hier, ausatmen, wir kommen in Sphinx-Position. Die Beine bleiben so, wir drehen uns um in Sphinx, also wir schauen wieder nach vorne auf unsere Matte, also zu mir. Mhm. Hüften sind hier gerade auf der Matte, rechtes Knie nach rechts aus der Matte im rechten Winkel. Rechtes Knie bleibt auf dem Boden und wir versuchen den rechten Fuß so hoch wie möglich ziehen, nach oben. In Schultern nicht hängen, Schulterblätter zueinander. Wir schieben jetzt das rechte Knie zum linken Knie. Rechte Hand greift den rechten Fuß und dann ziehen wir den rechten Fuß gegen die Hand. Wir können so bleiben oder wir können hier linke Ellbogen anheben. Hier sind wir schon in Tanzerposition, also das machen wir gleich im Stehen. Einatmen und beim Ausatmen langsam linke Ellbogen zurück. Rechte Hand unter der rechten Schulter, linke Hand unter der linken Schulter, linken Fuß aufstellen. Wir kommen in dreibeinigen Hund. Rechtes Knie direkt zur Nase. Einatmen hier. Ausatmen, das Gewicht nach vorne schieben, rechten Fuß zwischen die Hände. Einatmen, Krieger 3, Arme nach oben. Ausatmen, Kaktus, Brustbereich öffnen. Einatmen, Krieger 3, Arme nach oben. Ja, erstmal Balance finden. Und wir gehen mit dem rechten Knie ganz, ganz, ganz nach vorne. Linkes Bein bleibt gestreckt. Und wir wollen so zum Boden kommen, wie es geht. Also Stretch-Dehnung in der linken Hüfte. Das Gewicht auf dem rechten Fuß. Wir kommen zum Stehen. Linkes Knie nach vorne. Stuhlposition mit Taube. Linken Fuß im Flex. Linken Fuß über den rechten Oberschenkel. Rechtes Knie beugen. Linkes Knie nach links öffnen. Und hier verbinden Hände hinter dem Rücken. Schultern nach hinten ran. Vorsicht, kein Hochkreuz hinunter den Rücken. Bauch drin. Wirbelsäule gerade. Vielleicht können ja hier die Arme weg vom Körper. Arme wieder nach oben, nach vorne. Linkes Knie nach vorne. Einatmen. Und wenn wir ausatmen, bringen wir linkes Knie zum Boden. Hände unter den Schultern. Rechtes Bein nach hinten strecken, eine Variante von Katzeposition. Wir strecken den linken Arm beim linken Ohr, einatmen. Und beim Ausatmen beugen wir rechtes Knie, linke Hand, greift den rechten Fuß. Wenn wir da sind, den Fuß gegen die Hand drücken. Bauchmuskeln sind aktiv, Schutz für unteren Rücken. Einatmen, langsam alles wieder strecken. Ausatmen, linke Hand unter der linken Schulter, rechten Fuß auf der Matte. Wir kommen in nach unten schauende Hund, Po nach oben. Linken Fuß zum rechten. Drei Atemzüge im Hund. Und wir machen die gleiche Sequenz auf die linke Seite. Einatmen, linken Fuß nach oben, dreibeinige Hund, linke Hüfte nicht öffnen. Linke Zehenspitze zeigt nach unten, Fuß im Flex. Einatmen und beim Ausatmen, linken Fuß zur linken Hand von außen.
rechten Fuß ganz nach links aus der Matte, die Oberschenkel übereinander und wir setzen uns, wir schauen nach links aus der Matte, linkes Knie auf das rechte Knie, linke Ferse zur rechten Hüfte, Arme auseinander auf der Matte, einatmen hier und beim Ausatmen Bauch zu Oberschenkel und dann euch den Rest entspannen. Einatmen, langsam Oberkörper heben, rechte Hand in den Boden drücken, linken Arm nach oben, linken Fuß aufstellen, rechten Fuß nach hinten auf der Matte, eine blanke Variante auf der rechten Seite. Linken Arm nach oben und wir nehmen den linken Fuß über das rechte Bein. Flipped up. Den linken Fuß kann auf dem Boden sein oder wir können den Fuß über dem Boden halten. Ein bisschen mit Balance spielen. Linken Fuß auf dem Boden und wir setzen uns, wir schauen langsam nach hinten auf unsere Matte. Hände unter den Schultern, Finger zeigen zum Po. Schultern nach hinten rollen, Schulterblätter leicht zueinander, einatmen, Tischposition, Po Hüften heben und das rechte Bein nach oben zur Decke. Einatmen hier, ausatmen, langsam Po zurück auf der Matte. Rechtes Bein auf der Matte, Arme nach vorne strecken, einatmen und mit dem Ausatmen verbalegen wir uns. Wir bringen linkes Knie zur Brust und wir ziehen das linke Knie zur Brust, Schulterblätter auf der Matte, Nacken ist lang, rechten Fuß im Flex, die rechte Zehenspitze Richtung Knie ziehen. West im Liegen, einatmen, linken Arm nach links aus der Matte, ausatmen, linkes Knie nach rechts. Einatmen und beim Ausatmen rollen wir uns auf den Bauch, also die Beine bleiben, die Unterarme nach vorne auf der Matte nehmen. Linkes Knie im rechten Winkel, Knie in einer Linie mit der Hüfte. Schultern nach hinten rollen, Schulterblätter zueinander, Brustbereich heben. Und wir versuchen den linken Fuß nach oben ziehen. Linkes Knie langsam zum rechten Knie. Linke Hand greift den linken Fuß. Wenn ihr da seid, den Fuß gegen die Hand drücken. Wir können so bleiben. Oder wir können rechte Hand in den Boden drücken und der rechte Ellbogen anheben. Hier simulieren wir schon echt den Tanzer. Machen wir gleich. Langsam rechte Ellbogen zurück auf der Matte. Linke Hand unter der linken Schulter. Rechte Hand unter der rechten Schulter. Rechten Fuß aufstellen. Dreibeinige Hund. Linkes Knie geht direkt zur Nase. Einatmen und beim Ausatmen linken Fuß zwischen die Hände. Krieger 3, einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, Kaktusarme.
Einatmen, Krieger 3, Arme nach oben. Ausatmen, wir gehen noch niedriger mit Hüften. Rechtes Bein bleibt gestreckt. Das Gewicht auf den linken Fuß, den Fuß vorne. Und wir bringen rechtes Knie nach vorne im rechten Winkel. Rechten Fuß im Flex. Einatmen. Und beim Ausatmen Stuhlposition mit Taube. Rechten Fuß über den linken Oberschenkel. Linkes Knie noch mehr beugen. Rechtes Knie nach rechts öffnen. Hände hinter dem Rücken verbinden. Schultern nach hinten. Wirbelsäule gerade. Wir können so bleiben. Und wir können die Arme weg vom Körper ziehen. Einatmen, Arme nach oben, nach vorne, rechtes Knie nach vorne. Ausatmen, wir bringen rechtes Knie auf die Matte. Hände unter den Schultern, linkes Bein nach hinten strecken. Wirbelsäule, linkes Bein in einer Linie, rechten Arm beim rechten Ohr strecken. Einatmen und beim Ausatmen beugen wir linkes Knie und wir können den linken Fuß greifen. Wenn es nicht geht, dann sind wir in dieser Variante, in dieser Variante. Wenn ihr da seid, den Fuß gegen die Hand drücken, Bauchmuskeln aktiv, Atem fließt. Einatmen, langsam alles wieder strecken. Ausatmen, rechte Hand auf der Matte, linken Fuß hinten auf der Matte, Po nach oben, nach unten schauen, dann rechten Fuß zum linken. Drei Atemzüge hier. Kleine Schritte zwischen die Hände in Vorbeuge. Füße hüftbreit auseinander, Knie locker, Oberkörper ganz entspannt, wir greifen Ellbogen und wir schaukeln mit dem Oberkörper von Seite zu Seite. Oberkörper bleibt in der Mitte, Hände zum Boden entspannen, Bauch einziehen, das Kinn zum Brustbein. Einatmen, Wirbel für Wirbel, die Wirbelsäule aufrollen. Augen sind geöffnet, Kopf als letzte, Schultern nach hinten, Kopf gerade. Wir suchen jetzt einen festen, stabilen Punkt. Wir adden linke Fußsohle in die Matte. Wir bringen rechtes Knie nach vorne. Rechte Ferse zum Boden, wir machen den Tanzer. Linken Arm nach vorne, linkes Knie kann locker sein. Rechte Hand greift den rechten Fuß. Und vielleicht ist unser Tanzer heute so. Vielleicht können wir weitergehen, den Fuß gegen die Hand mehr drücken. Vielleicht können wir mit dem Oberkörper noch mehr nach vorne gehen. Also immer eure Variante machen, wie es passt. Balanceübung. Vielleicht ist heute nicht so unser Tag. Alles gut. Einatmen hier, ausatmen, zurück zum Stehen, rechtes Knie zur Brust. Wir greifen das rechte Knie und wir versuchen Kopf zum rechten Knie ziehen. Rechten Fuß auf der Matte, Oberkörper gerade, alles loslassen, entspannen. Linke Seite, Tanzer, rechte Fußsohle in die Matte erden. Erstmal linkes Knie nach vorne. Rechten Arm nach vorne, linke Ferse zum Po. Wir greifen den linken Fuß, rechtes Knie locker, also das ist besser für die Balance. Vielleicht sind wir heute so in Tanzer. Vielleicht können wir weitergehen, den Fuß gegen die Hand drücken. Vielleicht können wir mit dem Oberkörper noch mehr nach vorne gehen. Wir wollen nicht nach unten schauen, sonst fallen wir einfach nach unten. Also der Blick ist wirklich in der Höhe von Augen. Perfekt, einatmen, beim Ausatmen langsam zurück in die Mitte, linkes Knie zur Brust, wir greifen das linke Knie und jetzt ihren Kopf zum Knie, Knie zum Kopf.
einatmen und beim Ausatmen alles entspannen. Füße hüftbreit auseinander, Arme nach vorne einatmen und beim Ausatmen beugen wir langsam die Knie, so weit wie die Fußsohlen auf der Matte bleiben. Wenn es nicht geht, dann die Fersen anheben. Vielleicht können wir Po zu Fersen bringen, hin so in der Hockeyposition. Und dann setzen wir uns. Beine nach vorne strecken. Einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, Bauch nach vorne. Wirbelsäule gerade. Und dann den Rest entspannen. Arme zum Boden, egal wo die Hände sind. Wir können die Knochen greifen, wir können die großen Zehen greifen. Wir müssen nichts greifen, Hände auf der Matte. Wichtig ist den Bauch zu Oberschenkel. Und danach den Rest locker. Einatmen, beim Ausatmen Rücken ganz runter, das Kinn zum Brustbein. Und beim nächsten Einatmen Wirbel für Wirbel, die Wirbelsäule auch voran. Ausatmen, Schultern nach hinten, nach unten entspannen, Kopf gerade, einatmen, Arme nach vorne. Ausatmen, Wirbel für, liegen uns auf der Matte. Wir bringen beide Knie zur Brust. Hände auf die Knie, Knie zur Brust anziehen. Wirbelsäule ist lang, Schulterblätter auf der Matte. Wir können Augen schließen und wir massieren den ganzen Rücken. Wir schaukeln von Seite zu Seite. Wir bleiben in der Mitte und wir massieren extra unteren Rücken. Wir greifen die Knie und wir kreisen hier jetzt nur mit Knien. Und der Fokus ist wirklich da bei unteren Rücken. Die Richtung wechseln. Wir bleiben in der Mitte, wir drücken alles zusammen in ein kleines Päckchen. Die Knie zum Kopf, Kopf zum Knien, alles zusammen drücken, drücken, drücken. Tief durch die Nase einatmen, alle Muskeln anspannen, auch im Gesicht. Und wenn wir tief durch den Mund ausatmen, Shavasana, Totenstellung. Shavasana, Totenstellung, wir lassen hier alles los, alles ganz natürlich fließen. Den Atem, die Energie und auch die Gedanken. Ein paar letzten Minuten, einfach nur so. Falls wir uns kurz verloren haben, wir vertiefen unseren Atem, also wir bringen den Fokus wieder zu dem Atem. Und dann bringen wir langsam Bewegung in unserem Körper. Wir fangen an mit Füßen, mit Händen zu kreisen.
Hände, Füße entspannen, einatmen, Arme über dem Kopf strecken, den ganzen Körper strecken, Arme, Beine, nochmal tief einatmen. Und beim Ausatmen drehen wir uns auf die rechte Körperseite, Knie, Ellbogen beugen, Rücken ganz rund machen, Augen sind zu. Und über die rechte Seite kommen wir langsam zum Sitzen. Linke Hand in die Matte drücken. Wirbelsäule gerade. Schultern locker. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Augen sind zu Hände vor dem Brustbereich zueinander. Drei tiefe, bewusste Atemzüge nur für sich selbst. Ein und aus immer durch die Nase. Einatmen und beim Ausatmen lassen wir das Kinn zum Brustbein fallen. Und beim nächsten Einatmen öffnen wir die Augen. Namaste. Yay! Danke, danke, danke!